Nun ist endlich auch bei uns der Winter angekommen. Trotz dieses eher bescheidenen Wetters heute wollen wir aber ein Video drehen. Warum ist uns das so wichtig? Weil nun endlich die Serienproduktion für den Frank, für den ID.4 gestartet wurde. Ich würde sagen, nach dem Intro legen wir los. So, nun herzlich willkommen zur Produktvorstellung des Franks für den ID.4 und ID.5. Ich öffne jetzt mal die Motorhaube. Natürlich teilautomatisch, da wir auch schon einen Gasdruckhäder eingebaut haben. So sieht er nun endgültig aus, der Frank für den ID.4. Er ist in der Breite 94 cm breit geworden, in der Tiefe nach hinten 41 cm und nach unten sind es dann 15 bis 10 cm, je nachdem, wo man misst. Ich gebe jetzt einmal die Sachen, die ich drinnen habe, raus, dass man ihn besser sehen kann. Tasche large. Dann hier habe ich noch ein Handtuch oder Reinigungstuch und natürlich auch das Typ 2 Ladekabel. Wenn man ihn jetzt näher betrachtet, ist es wahrscheinlich am praktischsten, hier im linken tieferen Teil das Typ 2 Ladekabel unterzubringen und im rechteren Teil eben die Tasche large oder die Tasche small und das Gepäcknetz reinzugeben. Wie man zuerst schon gesehen hat, kann man in das Zwischenfach vom Gepäcknetz kleinere Sachen wie ein Reinigungstuch oder auch eine Warnweste oder dergleichen unterbringen. Sachen, die man schnell braucht und wenig Platzbedarf nach oben hin benötigen. Ja gut, von der Ausstattungsvariante oder beziehungsweise von der Bestellervariante ist es so, dass man eben entweder eine Tasche large hier unterbringen kann. Eine Tasche large ist vielleicht gut, wenn man lange Gegenstände, beispielsweise ein Warndreieck, mitführen möchte und dort unterbringen möchte. Oder eben die Tasche small, ich hole sie mal her. Die Tasche small ist ganz gut prädestiniert, um den Notladeziegel klein zusammengelegt unterzubringen. Wenn man den Notladeziegel wirklich nur in Notfällen braucht und nicht oft verwendet, ist das eine ganz gute Sache, weil er gut und platzsparend hier ganz passgenau untergebracht werden kann. Aber das ist dann Geschmackssache, je nachdem, wie man den Frank am besten nutzen möchte. Wichtig vielleicht noch, ich gebe ihn jetzt mal raus, den Frank. Wichtig vielleicht noch ist die Auswahl, welchen Scheinwerfer das Fahrzeug eingebaut hat. Wenn du da mal reinfilmst, bitte. Hier sieht man einen Scheinwerfer mit LED-Variante. Oder auf der anderen Seite sieht man es auch noch gut. Dies sind Scheinwerfer mit LED. Dann gibt es aber auch noch Scheinwerfer mit LED-Matrix. Und diese Unterscheidung müsstet ihr bitte beim Bestellvorgang angeben, da wir unterschiedliche Franks dann verschicken, dass es auch für euer Fahrzeug passt. Okay, jetzt möchte ich euch den Einbau näher demonstrieren. Der Frank als solches, und vorne haben wir ihn ja schon gesehen, ich drehe ihn um. Der Frank als solches hat auf der Unterseite 4 Halteklammern. Diese 4 Halteklammern setzt man dann auf diese Rohrstütze auf. Zusätzlich sind zwei Gummipuffer angebracht, die nach vorne den Frank noch abstützen. Wenn man ihn jetzt einsetzt, dann achtet man zuerst darauf, dass diese Halteklammern, bitte da unten reinfilmen, dass diese Halteklammern genau auf den Rohrstützen sitzen. Eben alle 4 Halteklammern sollten genau positioniert sein. Und wenn man dann den Frank genau positioniert hat, man kann sich auch ganz gut hinten an der Hinterseite orientieren. Wenn man den Frank positioniert hat, drückt man einfach in den Bereich der Halteklammern und der Befestigungspunkte fest da drauf und das war es auch schon. Den festen Sitz kontrollieren und der Frank ist somit eingebaut. Ihr seht also, total leicht machbar für jedermann und natürlich auch für jede Frau. Nun möchte ich auf ein paar Fragen oder Details zum Frank noch eingehen. Zum einen das Material, das wir verwenden. Wir verwenden bei der Produktion der Franks eben ABS V0, nennt sich das. Das ABS V0 zeichnet sich einerseits dadurch aus, dass es sehr formstabil, aber doch flexibel ist
Und wenn es einmal brechen sollte, aufgrund eines Unfalls oder dergleichen, dann bricht es nicht scharfkantig. Der wesentliche Vorteil vom ABS V0 ist aber jener, dass es nicht brennbar ist oder anders gesagt brandhemmend. Das heißt, wenn sie einer offenen Flamme ausgesetzt ist, dann glost es zwar, aber wenn die Flamme dann wieder nicht mehr auf das Material einwirkt, verlischt das Material selbstständig, also brandhemmend. Manche Kunden fragen uns auch, warum nehmt ihr nicht etwas Billigeres? Das ist natürlich eines der teuersten Materialien, das man in der Tiefziehtechnik verwenden kann. Warum nehmt ihr etwas nicht Billigeres oder recycelfähiges? Recycle-Material. Das hat ganz einfach den Grund, dass wir unbedingt brandhemmendes Material einsetzen wollen. Da auch, wenn wir Prüfungen machen, viele unserer Produkte haben ja den TÜV, dann ist es notwendig, dass das Material brandhemmend bzw. nicht brennt. Gut, manchmal bekommen wir auch Fragen von unseren Kunden, warum produzieren wir denn keinen Deckel für den Frank? Ja, aus vielen unseren Produkten, die wir in der Vergangenheit hatten, zum Beispiel für den Fiat oder den Corner, den wir auch selbst in eigenen Fahrzeugen tausende Kilometer bewegt haben, hat sich herausgestellt, dass ein Deckel wirklich nicht notwendig ist. Von unten kommt so gut wie kein Schmutz, von außen auch so gut wie kein Schmutz. Der wesentliche Schmutz, den der Frank eben ausgesetzt ist, ist dieser, den man mit dem Kabel, der oft im Matsch oder im Dreck liegt, in den Frank einbringt. Sollte er wirklich einmal schmutzig werden, ist es am einfachsten, den Frank herauszunehmen, ihn auszuwaschen und wieder einzusetzen. Ja, auch in der Waschstraße haben wir Tests gemacht. Diese Tests unter anderem mit der Waschstraße oder auch Brandtests, die wir mit dem Material gemacht haben, könnt ihr in einem eigenen Video begutachten. Den Link, den blenden wir unten ein, beziehungsweise setzen wir auf die Videobeschreibung. Gut, jedenfalls sind wir von der Produktion eines Deckels abgekommen, weil es eher lästig erscheint, dass man, bevor man die Sachen entnehmen kann, noch einen extra Deckel öffnen muss. Eine nächste Frage, die uns immer wieder erreicht und absolut berechtigt ist, ist jene, ob sich irgendetwas an der Wärmeentwicklung im Motor durch den eingesetzten Frank verändert. Wir haben relativ viele Tests gemacht. Tests gemacht bei den ersten Autos, die wir hatten, eben der Kona von Hyundai oder eben der Fiat 500. Diese Tests haben wir aufgezeichnet beim Fahrverhalten, beim Laden und alles mit Wärmebildkamera dokumentiert. Bei diesem Test hat sich eindeutig ergeben, dass die Wärmeentwicklung beim Elektromotor so gut wie unerheblich ist. Das Einzige, wo etwas mehr Wärme entsteht, ist das Laden durch Wechselstrom. Ist ganz klar, weil der Wechselstrom durch den Gleichrichter umgewandelt werden muss in Gleichstrom. Und da entsteht eine gewisse Abwärme. Einerseits hat sich ergeben, dadurch, dass wir unterhalb des Franks immer genügend Platz, Abstand lassen, dass sich dadurch keine erhöhte Wärmeentwicklung ergibt. Andererseits ist es aber auch so, dass der gesamte Motorblock inklusive des Gleichrichters in den Wärmezyklus, in den Wärmekreislauf oder Kältekreislauf des Fahrzeugs eingebunden ist. Sollte sich also irgendetwas erwärmen, weil es die Außentemperatur 40 Grad hat oder das Ladeverhalten so stark war, wird der Kältekreislauf eingeschaltet und die betroffenen Elemente dementsprechend gekühlt. Also summa summarum kann man sagen, durch den Frank gibt es keinerlei Veränderung der Wärmeentwicklung im Fahrzeug. Die nächste berechtigte Frage, die uns doch immer wieder erreicht, gibt es eventuell Garantieprobleme durch den eingesetzten Frank? Einerseits ist es so, dass am Fahrzeug ja nichts umgebaut wird, was irgendwelche Garantieprobleme auslösen könnte. Und andererseits ist es aus unserer Erfahrung so, dass die Firmen, die unseren Frank sehen, den Frank absolut als Aufwertung ihres Fahrzeugs ansehen. Und natürlich auch als zusätzliches Verkaufsargument. Deswegen ist es so, dass viele Händler auch unsere Produkte schon anbieten und auch Generalunternehmen, Generalimporteure unsere Franks kaufen und dann eben an die Kunden weiterverkaufen. Also im Großen und Ganzen nein, es gibt keine Garantieprobleme. Was wir aber doch empfehlen, ist, den Frank vor dem Werkstattbesuch herauszunehmen oder zumindest
den Techniker darauf hinzuweisen, wie er den Frank ausbauen kann oder ihm zu zeigen, wie das einfach geht. Aber Garantieprobleme, wenn die Fachwerkstätte dementsprechend kundenorientiert ist, dann ist sie über diese Frank-Lösung auch wirklich froh und wird sie wahrscheinlich auch in Zukunft anbieten. Die letzte Frage, die mir jetzt noch einfällt, ist, was hat es denn mit dem Feuerwehraufkleber, den wir da angebracht haben, denn auf sich? Man sieht dort unten ganz gut, liegt die Trennstelle für das Hochvoltsystem. Und dass man gleich darauf aufmerksam gemacht wird, haben wir zusätzlich diesen Aufkleber angebracht. Hier steht eben Box abziehen, pull up the box, und dann kann man mit einem kleinen Ruck eben diese Box abziehen und man sieht sofort diese Trennstelle. Ja gut, das war's dann auch schon von meiner Seite. Wenn es euch gefällt, interessiert, schreibt uns ein E-Mail oder bestellt den Frank. In wenigen Tagen können wir ihn zuschicken und ihr habt Spaß und Freude mit den einfachen Unterbringungsmöglichkeiten auch bei euren VW ID4 und ID5. Danke, euer Josef von der Firma Frank.at.